Da bin ich auch wieder zurück. Und wir machen die Mission Explosive Action. Also, Rock Raider, durch eine weitere Fehlfunktion des Teleporters ist eines unserer Fahrzeuge in einer nahegelegenen Höhle eingeschlossen. Du musst es wieder beschaffen, doch um heranzukommen, musst du dich durch etwas hartes Gestein sprengen. Bilde einen Rock Raider zum Sprengmeister aus, indem du die Bauhütte auf Stufe 2 ausbaust und ihn dorthin schickst. Sobald er ausgebildet ist, kann er dir mit Dynamit ein Loch in das harte Gestein sprengen, damit du an das verschollene Fahrzeug herankommst. Sobald du das Fahrzeug entdeckt hast, bilde einen Rock Raider in der Versorgungsstation zum Fahrer aus und bringe das Fahrzeug zum Rock Raider Headquarters zurück. Okay, jetzt muss ich überlegen. Hütte verbessern. Ah, das Fahrzeug. Einen Sprengmeister ausbilden. Ja, ich hole mir direkt einen ganzen Haufen Leute. Bringt zwar sonst sowieso nichts. Also direkt mal hier losbohren. Da haben wir direkt Erz. Ist ja optimal mit den Flözen direkt am Anfang. So. Ein Energiekristall wurde gefunden. Und da können wir. Das können wir auch bohren. Ich glaube, wir müssen. Geht das direkt da durch? Nee. Ich glaube nicht, dass man direkt neben der Station, weil ich sollte mich ja durchsprengen. Also erstmal 5 Erz zum Upgrade. Wie geil, das wird immer kleiner und dann zieht sich die Grafik so schief da dran. Und irgendwann flitscht einfach weg. Gut, hier geht's auch nicht weiter. Der hat's auch gleich hinter sich. Hier können wir noch ein bisschen rumbohren. Ich glaube, der ganze Spiel hat auch nur 2 oder 3 Hintergrundlieder. Also ganz pervers arm. Bisschen mehr Variation wäre schön gewesen, aber das überhaupt Mucke hatte. Eine neue Höhle wurde entdeckt. Okay, eine Höhle entdeckt. Ein Energiekristall wurde okay, gefunden. Okay, da hinten. Und da werde ich mich dann noch durchsprengen müssen. Hartes Gestein. Das ist die Wand, wo ich sprengen muss. Können die erstmal ein bisschen aufräumen, ne? Fahrzeug benutzen. Ja. Gebäudereparaturen. Also sammeln, aufräumen, verbohren. Es gab einen Erdrutsch. Bohren mache ich mal davor. Also es gibt das hier noch ein Unglück. Erz haben wir schon genug. So, jetzt brauche ich noch eins. Da kommt das. Das warte ich auch noch kurz ab. Und da haben wir schon die Stufe 2. Und können sagen, Rock Raider verbessern. Zum Ausbildungsmenü, zum Sprengmeister ausbilden. Ein Energiekristall wurde gefunden. Es gab einen Erdrutsch. Und das ist jetzt ein Sprengmeister. Rock Raider. Tatsache. Dann können wir jetzt auch den Befehl benutzen, ne? Sprengen. Wunderbar. Du sollst direkt auf den Weg machen. Rock Raider. Massiver Hoffentlich. Danach müsste ich noch einen zum Fahrer ausbilden. Muss auch noch gucken, wie das geht. Erdrutsch. Erdrutsch da oben. Ich hoffe, der Sprengmeister kommt durch. Rock Raider. Rock Raider. Da ist der schon durch. Nee. Wo hängt der denn jetzt? Rock Raider. Das ist er nicht. Rock Raider. Das ist er nicht. Rock Raider. Das ist er. Boah. Müssen wir das halt nach ganz oben. Ich glaube, das gilt. Jetzt abbauen. Einfach die Priorität hochsetzen, damit der jetzt nicht den ganzen Scheiß einsammelt, sondern lossprengt. Wenn er das jetzt ist, dann fress ich einen Besen. Rock Raider. Nee.
Verbessern, Ausbildungsmenü. Ausbildung zum Seemann nicht möglich. Ausbildung zum Fahrer nicht möglich. Warum kann ich mich zum Fahrer ausbilden? Da gab's noch eine Ecke. Rock Raider. Was hat der jetzt? Rock Raider. Sprengmeister noch ein. Aber der ist immer noch nicht unterwegs, oder wie sieht das jetzt hier aus? Rock Raider. Rock Raider. Rock Raider. Rock Raider. Es gab einen Erdrutsch. Rock Raider. Jetzt habe ich zwei Rock Sprengmeister. Raider. Kann ich auch direkt. Der soll jetzt einfach nur springen. Ach, Kristallen brauche ich auch. Ja, die habe ich jetzt gleich schon zusammen. 10 Stück. Ich so ein bisschen bohren. Oh, je nachdem finde ich hier auch noch einen. Du bleibst jetzt schön hier. Es gab einen Erdrutsch. Rock Raider. Du bist doch Sprengmeister, spreng das Zeug doch. Ach, denn die müssen erst Sprengstoff holen. Ja, hm. Das hatte ich jetzt nicht mehr so im Kopf. Ach, die bilden sich jetzt selber aus. Jetzt habe ich gleich einen ganzen Haufen Sprengmeister und keinen Fahrer mehr, oder wie? Ja. Eine neue Höhle wurde entdeckt. Okay, da wäre ich beim Auto. Bräuchte ich noch einen Fahrer. Kann Fahrer nicht holen. Problem ist, ich habe auch keine Ahnung, wie ich einen zum Fahrer ausbilde. Ich glaube, dafür muss ich nämlich noch ein bisschen was bauen. Ich weiß nicht, ob ich eine Versorgungsstation dafür brauche. Wenn ich die Tutorials gespielt hätte, wüsste ich das wahrscheinlich. Aber naja, aus Fehlern lernt man. Es gab die Ecke auch noch weg. Oh. Jetzt habe ich gleich wirklich eine ganze Brigade Sprengmeister, die rennen hier alle mit TNT rum. 4 von 8. Das Auto läuft die ganze Zeit. Butler. Ich glaube, mit dem Butler kann man auch wie einen normalen Bohrer Butler arbeiten. Aber ein bisschen schneller wäre es. Es gab einen Erdrutsch. Oh mein Gott. Die sterben hier noch irgendwie. Jetzt einfach mal den ganzen Gang hier frei. Ein Hammer hat wahrscheinlich jetzt keiner im Inventar. Massiver Fels. Zweimal Sprengmeister unterwegs für die zwei Sprengungen. Das sieht gut aus. Hier unten müsste mal etwas flotter gebaut werden, aber interessiert hier keinen. Keinen interessiert das. Bauen. Dann baut doch erstmal das Ding fertig. Und gleich gibt's wieder Panikattacken ohne Ende. Abraumgestein. Oh, das geht schon nicht gut. Oh, 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 oh. Einheitlicher teleportiert. Das war mein Fehler. Absolut nicht gut. Also ich mache jetzt nur noch eine Sprengung in einem Bereich. Zwei nebeneinander, das geht auf jeden Fall schief. Jetzt weiß ich nicht, ob ich eine Versorgungsstation brauche. Es gab einen Erdrutsch. Das könnte hier ganz schön eng werden, wenn ich das alles bauen muss. Abraumgestein. Oh, ich konnte mir einen neuen holen. Okay. Kann ich direkt mal testen an dem. Ausbildung zum Fahrer nicht möglich.
Womit kann ich denn kleine Fahrzeuge? Butler. Ah, muss ich wirklich alles bauen? Baue ich noch ein Kraftwerk? Das geht jetzt nicht. Du räumst hier mal auf. Es gab einen Erdrutsch. Hier kommt eine Stromverbindung hin. Oh, da habe ich mich jetzt total verplant. Stromverbindung. Stromverbindung. Also ich muss noch ein Kraftwerk bauen und eine Versorgungsstation. Und in der Versorgungsstation kann ich dann das Update machen. Stromverbindung. Abraumgestein. Haben die gesprengt? Es gab einen Erdrutsch. Fast. Hartes Gestein. Ich versuche durchs Gestein zu gehen und stirb wahrscheinlich auch noch. Hartes Gestein. Ja. Ich kann nicht sprengen. Das ist auch kacke. Also, oh. Könnte ich mir aber nochmal einen neuen holen. Kein Problem. Ist aufgeräumt. Ja. Weil der Typ da im Weg steht. Jetzt hau doch ab. Muss ich jetzt wirklich. Es gab einen Erdrutsch. Stell dich ein anderer dahin. Nee. Das war komplett unnötig. Weil ich da so oder so nicht bauen kann. Herrlich, könnte ich kotzen. Die Kristalle werden auch schon immer weniger. Also muss ich noch ein paar mehr finden. Aber das kann ich theoretisch gleich mit dem Buddler machen. Wo ist denn das Aufräumen verschwunden hier? Räumt erstmal auf. Der stellt alleine das ganze Ding hin. Erdrutsch. Scheint, habe ich jetzt so viel Erz hier drin? Oder die schleppen das gerade dahin? Alle Mann auf ihre Posten. Ich glaube, das wird noch, wenn das schwieriger wird, wird es hier noch richtig happig für mich. Wenn ich nicht mal sprengen kann und wenn dann noch Monster kommen oder so, dann wird es hier richtig stressig. Und ich kann noch nicht mal einen Fahrer ausbilden. Vielleicht, wenn ich einen einfach so verbessere. Stromverbindung. Rock Raider, es gab einen Erdrutsch. Rock Raider. Einfach mal ausprobieren, was so drin ist. Also kann er drei Werkzeuge tragen. Rock Raider. Rock Raider. Wie lange brauchen der dafür? Rock Raider. Ja. Das geht auf jeden Fall auch noch nicht. Ich denke mal, wenn ich die Autos teleportieren kann, dann kann ich auch Fahrer ausbilden und dafür brauche ich dann eine Versorgungsstation. Es gab einen Erdrutsch. Doch noch nicht genug. Fehlen noch drei Stück. Da liegen aber noch welche. Jetzt fangen sie an aufzuräumen. Wand verstärken. Hartes Gestein. Muss ich einfach mal hier. Massiver Fels. Jetzt schaufeln massiver die mit fünf Fels. Mann an einem Plätzchen rum. Ist ja schön und gut, aber. Naja. Hier unten ist jetzt keiner mehr zum Bauen, oder wie? Es gab einen Erdrutsch. Aber das Bauen steht doch an erster Stelle. Bauen. Bohren. Kann ich denn irgendwie was Gutes tun damit? Rock Raider. Nö, irgendwie nicht. Ich verstehe das mit dem Essen noch nicht. Also die gehen auch manchmal zur Versorgungsstation und essen. Aber warum? Unbekannt. Er schaufelt jetzt irgendwo dahin. Es gab einen Erdrutsch.